Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus der Fahrradwerkstatt Lotter. Ihr seht schon, meine Laune ist heute auch nicht unbedingt der Wahnsinn. Wir werden uns heute mal meinen Radon Swoop 210 anschauen. Mir ist ja am Ochsenkopf schweren Herzens der Rahmen gebrochen. Viele von euch haben es echt kommentiert und haben echt haben mitgefühlt. Ja, es ist einfach saubitter und heute werde ich nochmal ganz kurz so ein bisschen versuchen zu analysieren, wie es wahrscheinlich passiert ist. So ein bisschen erzählen, wie es jetzt weitergehen wird und wir werden uns das Ganze natürlich jetzt auch nochmal in der Nahaufnahme anschauen. Und ich würde sagen, schauen wir uns jetzt gleich mal an, was da wohl passiert ist. Ja, hier sieht man jetzt kompletter Durchbruch hier. Also es ist die obere Sitzstrebe, die Sitzstrebe einfach nur. Und den hat es halt dadurch, dass ich noch weitergefahren bin, auch richtig nach unten gebogen. Also das komplette Teil hier, die ganze Seite und hinten ist natürlich hinüber. Der Rest vom Rahmen ist logischerweise noch in Ordnung. Aber diese komplette Strebe bräuchten wir quasi neu. Ja, ich vermute, also prinzipiell ist es ja so beim Fahren, wenn das Ganze jetzt hier zusammengedrückt wird beim Einfedern, dann wird die Kraft ja überwiegend linear ins Rohr geleitet, also das ist zumindest so gedacht. Aber wenn ihr jetzt bremst, das Rad dreht sich so, jetzt zieht ihr die Hinterradbremse, so, jetzt seht ihr schon, seht ihr das? Wenn ich jetzt bremse, dann geht er nach unten. Das heißt, ihr habt hier so eine Hebelwirkung. Und ich vermute mal, weil ich bin in diese Kurve reingesprungen, habe wahrscheinlich die Hinterbremse leicht angezogen, dass ich in der Kurve wegen rumrutsche. Und dann hast du halt maximale Kraft und dann ist das hier wahrscheinlich zack durchgebrochen. Es kann sein, dass es vorher schon leicht angebrochen war. Man weiß es natürlich nicht so genau. Auf jeden Fall ist es jetzt kaputt. Ja, sieht man auf jeden Fall richtig schön. Glatter Materialbruch, würde ich mal sagen. Vor allem, wie es das auch runtergebogen hat. Also man kann es hier auch kaum hochbiegen. Also da sind schon ganz schön Kräfte am Wirken gewesen. Aber es ist schon gut durch. Aber ich meine, es ist trotzdem... Also es ist kein schlechtes Aluminium. Also ich habe schon andere Streben gesehen, die gebrochen sind. Da sah das hier ganz anders aus. Also kann man sich jetzt auch nicht beschweren. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich noch kein Radon gesehen habe, wo das passiert ist. Mir hat jetzt einer ein Instagram-Bild geschickt. Aber ansonsten gab es bei dem Radon eigentlich nie Probleme. Und das muss man dem Bike einfach mal zugute schreiben. Und es wurde halt einfach schon sehr viele Jahre gefahren. Also was noch dazu kommt, man sieht ja hier direkt, das ist direkt wirklich bei der Schweißnaht. Also ja, richtig. Vielleicht liegt es auch wegen damit zusammen, dass da vielleicht irgendwie ein Schwachpunkt war. Ja, es ist halt die schwachste Stelle wirklich. Die ganze Kraft der Bremse verteilt sich ja hier drauf und muss dann hier weitergeleitet werden. Und du hast halt hier quasi diesen Kipppunkt, ne? Diesen Hebel. Also vermute ich jetzt mal. Ich meine, ich bin jetzt auch kein Fachmann, was die Konstruktion von dem Rahmen angeht, aber... Das ist halt der schwächste Punkt, meiner Meinung nach. Ja, was... Was soll man sagen, ne? Was soll ich dazu sagen, ne? Aber es ist auch schon wieder Land in Sicht. Und jetzt kommen wir zu den erfreulichen Nachrichten. Radon hat ja tatsächlich in Instagram unter ein Bild geschrieben. Wir haben das ja als Foto hochgeladen. Und Radon hat ja drunter geschrieben, dass wir uns mal persönlich melden sollen. Das habe ich gemacht. Ich habe mich per E-Mail gemeldet. Und es gibt tatsächlich ein Ersatzteil, es gibt diese Sitzstrebe, die können sie mir zuschicken und ich habe jetzt gleich gesagt, ich hätte gerne noch einen kompletten Lagersatz. Ich bekomme jetzt auch neue Schrauben, habe ich mir noch gleich dazu bestellt. Komplett alle Lager, die am Rahmen sind, alle Verschraubungen, es wird einfach alles jetzt dann mal neu gemacht. Wenn wir jetzt dann eh schon drüber sind, macht es dann doch mal Sinn. Und von daher, wir kriegen das bald wieder hin. Es gibt ein Ersatzteil, wir müssen das Bike nicht abschreiben. Das Einzige, wir müssen es halt neu, also ich oder der Pulverbeschichter, muss das Ganze neu pulverbeschichten. Das werde ich auf jeden Fall dann auch dahin bringen. Von daher wird es natürlich jetzt trotzdem noch ein bisschen dauern, bis wir das Ganze dann auch wieder umbauen können und reparieren können. Und die ganzen Teile müssen natürlich erstmal kommen. Aber wir kriegen das Bike wieder hin. Und das ist die Hauptsache, das freut mich sehr. Weil ich fahre das Bike einfach sehr gerne. Viele schreiben, ja, das Fahrrad ist ja auch schon sehr alt. Ja, es ist aus dem Jahr 2014. Es wurde 2014 gekauft. Das Fahrrad hat schon einige Jahre am Buckel. Aber ich fahre es einfach extrem gerne. Das Fahrrad macht so viel Spaß. In dem Fahrrad steckt so viel Arbeit und so viel Geschichte auch von diesem Kanal. Und solange ich Spaß mit dem Rad habe, werde ich mir auch kein anderes kaufen. Und deshalb werde ich das jetzt auch wieder herrichten und da Geld reinstecken. Weil es ist für mich einfach, also das ist mir einfach wert. Und
Das ist für mich einfach auch das Wichtige an dem Hobby. Ich mache das irgendwie nicht, dass ich ein super geiles Bike gekauft habe, was super geil läuft. Für mich steckt da einfach Leidenschaft drin und die möchte ich weiter bewahren. Und deshalb wird dieses Bike auch wieder repariert. Auch wenn es jetzt frustrierend ist. Genau. Mehr gibt es heute gar nicht groß zu sagen. Wie gesagt, in den nächsten Videos wird es dann die ganzen Ersatzteile geben. Freut euch auf jeden Fall drauf, auf die Reparatur. Werde ich euch überall mit reinnehmen. Macht es gut. Checkt noch ein paar andere Videos aus. Wir waren jetzt in Klinovic. Das müsst ihr am Sonntag kommen, das Video. Das war richtig cool. Da habe ich das Tues vom Robin genommen. Das durfte ich auf jeden Fall nehmen. Das war sehr cool. Freut euch auf jeden Fall drauf. Sonntag kommt das Video. Das wird richtig sick. Jo, und dann macht es gut. Servus.